und herzlich willkommen zum Presseclub an diesem Sonntag. Ein Monat ist vergangen seit dem barbarischen Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel, bei dem über 1400 Menschen getötet wurden und über 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Nach dem Überfall hat Israel Gegenangriffe auf den Gazastreifen gestartet und diese kontinuierlich intensiviert. Täglich sterben dabei auch palästinensische Zivilisten. Das liegt unter anderem daran, dass der Gazastreifen sehr dicht besiedelt ist und die Mitglieder der Terrororganisation mitten unter den Zivilisten leben. Der Beschuss eines Krankenwagens und der Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia, das sieht man hier im Bild, werfen Fragen auf. Zum Beispiel, wie verhältnismäßig das israelische Vorgehen mit Blick auf seine militärischen Ziele ist. Und vor allem fehlt eine Idee, was nach der militärischen Auseinandersetzung mit dem Gazastreifen oder dem, was danach noch davon übrig ist, geschehen soll. Damit unmittelbar verknüpft ist die Frage, ob es eine politische Lösung für Israelis und Palästinenser geben kann und wie diese aussehen könnte. Unser Thema im Presseclub heute, Ausweg gesucht, wie ist der Nahe Osten zu retten? Und das sind meine Gäste, die ich alle zusammen herzlich begrüße. Markus Bickel, er ist Teamleiter der Außen- und Sicherheitspolitik beim digitalen Medienhaus Table Media und war viele Jahre Nahostkorrespondent, unter anderem für die FAZ. Robert Chatterjee, er ist stellvertretender Chefredakteur beim Nahost-Fachmagazin Zenit. Shahzad Eden Osterer, sie ist deutsch-iranische Journalistin, Autorin und Moderatorin unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Und Anna Sauerbrei, sie ist außenpolitische Koordinatorin für die Wochenzeitung Die Zeit. Wie immer können Sie diese Sendung auch in den sozialen Medien verfolgen und sich an der Diskussion dort beteiligen. Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken, er reist aktuell durch den Nahen Osten und er ist jetzt wohl in Ramallah gewesen. Er hat Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas getroffen, zumindest sind davon Bilder veröffentlicht worden. Er setzt sich für eine humanitäre Pause ein. Die arabischen Staaten wollen gar einen Waffenstillstand. Israel lehnt bislang jedoch all das ab. Was, Frau Sauerbrei, wäre denn Ihrer Meinung nach jetzt der nächste richtige Schritt, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen? Ich glaube, ein nächster wichtiger Schritt wäre, dass die humanitäre Situation der palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen verbessert wird. Die Lage ist dort im Moment sehr schlecht. Die Menschen dort waren schon vor diesem Krieg sehr stark abhängig von humanitären Hilfsleistungen, von Lebensmitteln, Medikamenten, die alle von außen in den Gazastreifen gebracht wurden. Und im Moment hängt es einfach an einem kleinen Nadelöhr, dem ägyptischen Grenzübergang Rafah. Und der kann nicht bei weitem nicht so viele Laster abfertigen, wie eigentlich rein müssten. Das heißt, da muss weiter Druck ausgeübt werden von der internationalen Gemeinschaft auf Israel, damit womöglich ein weiterer Grenzübergang, ein israelischer Grenzübergang geöffnet werden kann. Hm. Frau Osterer, Sie sind selbst Jüdin und auch oft in Tel Aviv. Was würden Sie sich denn von der israelischen Regierung wünschen an der Stelle? Ich finde, dass wir immer nur auf Israel schauen, aber kein Wort Richtung Hamas verlieren. Wir müssen auch schauen, dass Hamas die Raketen stoppen muss und Geiseln freilassen muss. Ich finde, das ist auch eine Voraussetzung für die Israelis, um überhaupt jetzt bereit zu sein, über weitere Schritte nachzudenken. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Herr Chatterjee, wie blicken Sie auf die aktuelle Situation? Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal auf die israelische Innenpolitik zu schauen. Da passieren ganz unterschiedliche, teils auch sehr widersprüchliche Sachen. Beispielsweise gab es jetzt auch Demonstrationen seitens der Angehörigen der Entführten, die sich auch nicht ausreichend vertreten sehen, gerade von der Regierung Netanyahu. Insofern wächst da auch der Druck, etwas gerade in Bezug auf die Problematik Freilassung der Geiseln zu erreichen. Auf der anderen Seite hat das israelische Militär ja seinen ersten Teil der Bodenoffensive auch schon begonnen. Und ich glaube, die wollen erstmal genug Zeit haben, bis sie dort diese Teilung des Gazastreifens in einen Nord- und Südteil so abgeschlossen haben, bevor sie sich darauf einlassen, irgendwelche Feuerpausen oder Konzessionen einzugehen. Also Sie können auch verstehen, dass Israel sagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist weder Feuerpause noch Waffenstillstand möglich. Ich denke, da gibt es einerseits die militärische, andererseits die politische Dimension. Ich glaube, die militärische Dimension ist gerade mitten in so einer Operation, die wahrscheinlich in mehreren Phasen geplant ist. Die politische Arena, da ist der Druck
noch höher, würde ich fast sagen, weil eben auch vom wichtigsten Verbündeten, den USA, dort deutlicher Druck ausgeübt wird, der auch noch mal steigen wird. Nicht nur, was den Gazastreifen anbetrifft, sondern, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, langfristiger, was die Situation im Westjordanland und vielleicht auch in Ostjerusalem anbetrifft. Da sprechen wir dann auf jeden Fall später noch drüber. Herr Bickel, wie ist Ihre Einschätzung auch so ähnlich? Also, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht Feuerpause oder Waffenstillstand erreichen kann, oder? Es ist gut, dass Außenminister Blinken in der Region ist. Er trifft jetzt Abbas, hat gestern die Kollegen aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabien, Ägypten und Jordanien getroffen, also Friedenspartnern Israels. Und der Versuch, auf eine Feuerpause hinzuwirken, läuft. Ich denke, das wird in den nächsten Tagen auch kommen. Aber die Frage, dass der Beschuss der Hamas auch gestoppt werden muss, um so eine Feuerpause für die Israelis sicher zu machen, der ist wichtig zu diesem Moment. Ja, also dann hier an der Stelle Übereinstimmung. Lassen Sie uns vielleicht einmal auf eine Karte der Region gucken. Es gibt ja an Israel angrenzend einige Nachbarstaaten, die auch keine unwichtige Rolle spielen an der Stelle. Wir sehen zum Beispiel im Norden Libanon, im Osten Syrien und Jordanien, im Westen Ägypten. Lassen Sie uns kurz auf den Libanon gucken. Da gibt es ja auch Gefechte an der israelischen Nordgrenze. Auch dort hat sich die Lage zugespitzt. Am Freitag äußerte sich der Hisbollah-Chef, das ist eine Gruppe im Libanon, die an dieser Stelle mit der Hamas im Gazastreifen paktiert. Hassan Nasrallah heißt der Hisbollah-Chef und er hat sich zum ersten Mal seit Kriegsbeginn öffentlich geäußert und hat die Angriffe auf Israel durch die Hamas gelobt. Und er hat vor allem skizziert, wie es möglicherweise in Zukunft weitergehen könnte in dem Konflikt. Alle Optionen der libanesischen Front sind offen. Alle Möglichkeiten könnten eintreten und wir sind bereit, sie einzusetzen, wann immer wir sie brauchen. Also Nasrallah lässt offen, ob es auch aus der Nordgrenze, aus dem Libanon, jetzt Angriffe auf Israel, verstärkte Angriffe auf Israel geben könnte. Frau Sauerbrei, wie bewerten Sie diese Einlassung? Das ist ja so die Gefahr des Zwei-Fronten-Kriegs, den man schon öfter skizziert hat. Ja, und mit dem Israel auch Erfahrungen hat, sehr schlechte. Also die Rede wurde sehr groß erwartet und ist dann ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, glücklicherweise, weil eben kein Einsatz am Boden im Norden Israels angekündigt wurde, sondern nur diese Drohung in den Raum gestellt wurde, ja, könnte kommen. Israel ist auf jeden Fall vorbereitet, hat die entsprechenden Gebiete evakuiert, ist mit Luftabwehr vorbereitet. Die Amerikaner haben zwei Schiffe in das Mittelmeer verlegt, um genau das zu verhindern, um zu signalisieren, wenn ihr von Norden jetzt wirklich am Boden auch Israel angreift. Luftangriffe gibt es ja, auch Raketenbeschuss aus dem Norden. Aber wenn ihr jetzt wirklich Kriegshandlungen auf dem Boden vornehmt, dann greifen wir ein. Das ist sozusagen das Signal der Amerikaner. Und im Moment gehen die meisten Sicherheitsexperten, mit denen wir gesprochen haben, in den letzten Tagen eigentlich davon aus, dass es erstmal nicht dazu kommt, sondern dass Hezbollah sich am Rande dieser Drohung bewegt, auch um an Iran, den großen Unterstützer dieser Terrororganisation, zu signalisieren, ja, wir machen so ungefähr, was ihr gerne wollt, was wir machen. Aber wir gehen diesen letzten Schritt nicht, um eben die Eskalation, vor der sie selber auch sich fürchten, zu vermeiden. Sie haben ja gerade beschrieben, dass da auch der Druck der USA im Moment eine sehr wichtige Rolle spielt. Nun hat Nasrallah den USA vorgeworfen, die Verantwortung für den Konflikt zu tragen. Israel sei ein ausführendes Instrument. Könnte denn die Eskalation trotzdem in eine Art Stellvertreterkrieg münden? Also an dieser Stelle die USA, die ja immer an der Seite Israels standen? Der Stellvertreterkrieg findet schon statt. Die Hisbollah führt stellvertretend für Iran gegen Israel einen Krieg, den Iran nicht direkt gegen die USA führen will. Drum ist es ein Stellvertreterkrieg. Aber die positive Nachricht der Rede Hisbollahs von Nasrallah ist tatsächlich, gesagt zu haben, wir eskalieren an dieser Stelle nicht weiter. Aber man darf nicht vergessen, dass die Hisbollah seit 30 Tagen, seit dem 8. Oktober, jeden Tag israelische Stellungen beschießt und auf beiden Seiten der Grenze sind Zehntausende Zivilisten evakuiert.
Das ist ein Krieg, der schon stattfindet. Vielleicht gucken wir jetzt auf den Iran. Den haben Sie ja auch gerade schon angesprochen. Und da möchte ich gerne noch mal auf eine Karte gehen, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Es ist eine etwas größere Karte, wo man noch mal die Situation Israels sieht. Die vier Anrainer haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist jetzt ein bisschen größerer Blick, also östlich von Jordanien, der Irak und dahinter noch der Iran und im südlichen Zipfel unserer Karte der Jemen, der auch mit dem Iran verbündet ist an der Stelle. Es ist alles sehr kompliziert. In der Mitte sitzt Saudi-Arabien, die auch eine mögliche Vermittlerrolle haben könnten, eher auf Seiten der USA stehen. Aber auch da gerade interessante Annäherungen möglicherweise mit Iran stattfinden könnte. Sie sehen, es ist alles sehr komplex. Und wir wollen jetzt mal drauf schauen, welche regionalen, aber auch internationalen Mächte beeinflussen denn den Konflikt und könnten ihn vor allem in eine deeskalierende Richtung drehen. Der Iran, Frau Osterer, der unterstützt die Hamas und die Hisbollah seit vielen Jahren mit Waffen und Geld. Das haben wir gerade hier auch schon angedeutet. Welche Interessen hat denn der Iran und was tut er im Moment? Also der Hisbollah-Führer hat ja explizit gesagt, wir haben das alles alleine gemacht. Die Hamas hat das alles alleine gemacht. Iran hatte da seine Finger nicht im Spiel. Wie sehen Sie die Position von Iran an der Stelle? Also wir wissen schon, dass Iran auch Hamas und Hisbollah mit Know-how sozusagen versorgt, nicht nur militärisch und finanziell. Und wir wissen, dass vor diesem Überfall auf Israel, diesem Massaker, Kämpfer von Hamas vom Iran trainiert worden sind. Also dass Iran nichts damit zu tun hat, möchte ich nicht glauben. Die Sache ist aber, dass Iran, glaube ich, momentan nicht an einer größeren Eskalation interessiert ist, aus verschiedenen Gründen. Erstmal nehmen wir an, dass Hamas nach diesem Krieg militärisch geschlagen ist im Gazastreifen. Das heißt, der Iran verliert somit ein Proxy in der Region und kann nicht auch noch auf Hisbollah verzichten, obwohl die Raketen, 150 Raketen von Hisbollah positioniert sind Richtung Israel. Aber das wäre ein Selbstmord, weil genauso wie Sie das richtig gesagt haben, zwei Flugzeugträger sind vor der Küste Libanons schon positioniert. Und ich glaube, dass Iran nicht will, dass der Krieg sozusagen an seine Grenzen kommt, weil es ihnen sehr bewusst ist, dass sie Amerikanern und Israelis militärisch unterlegen sind. Und dann muss man auch noch sagen, dass der Iran innenpolitisch total instabil ist momentan. Wir hatten die größte politische Krise seit der Entstehung der Islamischen Republik 1979, nämlich die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Und wir haben eine sozioökonomische Krise im Iran. Also die Islamische Republik ist nicht mal in der Lage, für die Grundbedürfnisse der Menschen im Iran zu sorgen. Wir haben eine massive Umweltkrise im Iran. Das heißt, laut Umfragen, renommierte Umfragen, sind über 80% der Menschen im Iran gegen die Islamische Republik. Der Iran ist nicht in der Lage, diese Menschen dazu zu bewegen, für sie an die Front zu gehen. Und außerdem, ich finde, dass der Iran eigentlich momentan auch der Sieger dieser Situation ist, weil sie sehr erfolgreich von dieser Frau-Leben-Freiheit-Bewegung abgelenkt haben. Die Ölpreise sind sehr hoch, sie profitieren massiv dran. Sie konnten sehr erfolgreich die Gespräche zum Beispiel zwischen Israel und Saudi-Arabien sabotieren für den Moment. Und auf die Ukraine schaut auch niemand mehr. Und Russland ist ein größer Verbündeter von Iran. Und Iran ist das einzige Land, das Waffen, Munition und Drohnen an Russland verkauft und auch daran massiv verdient. Deswegen glaube ich nicht, dass Sie an einer größeren Eskalation momentan interessiert sind. Genau, also im Moment glauben Sie auch aufgrund der innenpolitischen Sorgen Irans und weil viele Ziele jetzt quasi schon erreicht sind, sich doch erstmal weiter zurückhalten könnte, je nachdem, wie es im Gazastreifen weitergeht. Ja, natürlich klar, im auch, Krieg kann man es nie sagen, es kann immer eskalieren, aber... Trotzdem ist Iran natürlich ein ganz, ganz wichtiger Player an der Stelle. Ich möchte Stefan Geier hier zitieren, der hat auf X, ehemals Twitter, geschrieben, gibt es einen Hebel, der gleichzeitig auf die Hamas und den Iran einwirkt, Herr Chatterjee. Was könnte das sein, wenn es einen solchen Hebel gäbe?
Vielleicht kurz dazu auch noch mal einer dieser versteckten Nachrichten, dieser kodierten Nachrichten in der Rede von Hassan Nasrallah. Das war im Prinzip so eine nächste Fristsetzung. Man hat sich ja trotzdem alle Optionen vorbehalten. Die Message dort ist, wir schauen noch mal, wie das da weitergeht in Gaza, aber auch an anderen Orten, zum Beispiel Westjordanland, vor allen Dingen Ost-Jerusalem. Und das könnte tatsächlich dann noch mal was ändern. Also wir halten für den Moment die Füße still, beziehungsweise lassen das auf einer bestimmten Eskalationsstufe. Was jetzt Einflussmöglichkeiten, Hebel anbetrifft, hat man in den letzten Wochen, glaube ich, einen Staat gesehen, der sich wieder ganz nach oben katapultiert hat in Sachen Diplomatie, und das ist Katar. Das ist innerhalb der ganzen Region, auch innerhalb der ganzen Golfstaaten, der einzige Staat, der ja auch Verbindungen unter anderem hat mit den Taliban, mit Hamas, die natürlich argumentieren, weil wir diese Verbindungen halten, können wir im Zweifelsfall auch zum Beispiel limitierte Geiselfreilassungen erreichen. Tatsächlich, die Geiselfreilassungen, die bis jetzt stattgefunden haben, haben auch unter Vermittlung der Hamas stattgefunden. Ein anderer Akteur, der sich so ein bisschen polternd von draußen reinbringen kann, und ganz kurz noch mal, wäre die Türkei. Erdogan möchte dringendst als ein wichtiger Vermittler wahrgenommen werden, hat gestern noch mal gesagt, dass die Türkei sich als Garantiemacht für Gaza empfiehlt, ist aber bislang völlig außen vor. Ja, genau. Sie haben gerade schon zwei weitere interessante Player genannt, also die Katar und die Türkei. Ich möchte einmal ganz kurz noch beim Iran bleiben. Es gibt ja die sogenannte Achse des Widerstands, um es jetzt auch noch mal komplizierter zu machen. Angeführt und finanziert vom Iran gehört unter anderem Syrien dazu, die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen. Herr Bickel, haben Sie den Eindruck, genau, ich habe die Houthi-Rebellen im Jemen vergessen, die haben wir eben schon auf der Karte gesehen. Haben Sie den Eindruck, dass die Achse des Widerstands, obwohl Iran eigentlich im Moment andere Probleme hat, jetzt doch offensiver agiert, als das früher der Fall war? Und wenn ja, woher kommt das und wo könnte das noch hinführen? Ich glaube, die Achse des Widerstands ist sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Macht in diesem Moment. Dieser Überfall auf Südisrael, das brutale Massaker mit 1300 Toten, zeigt das. Da gab es nie eine Abwendung von Iran, die das verurteilt hätte. Der Iran steht hinter der Hamas. Katar hat eine vermittelnde Rolle zurzeit inne als der Iran natürlich, der Israel als Todfeind sieht. Wo das hinführen könnte, ist ein möglicher Fünf-Fronten-Krieg, wobei nicht alle Fronten ähnlich intensiv bespielt werden, beschossen, bekämpft werden. Aber Sie haben die Houthis genannt. Das ist eine neue Dimension der Achse des Widerstands. Die gab es vor 10 Jahren nicht. Dass aus dem Jemen aus 2000 Kilometern Entfernung Raketen nach Israel abgeschossen werden können, das zeigt, wie stark die Achse des Widerstands zurzeit ist. Das ist tatsächlich jetzt neu an der Stelle. Vielleicht an Frau Sauerbrei noch diese Frage, auch von Twitter. Warum nimmt kein arabisches Land Palästinenser auf? Wie viel finanzielle, aber auch humanitäre Hilfe leisten eigentlich diese arabischen Länder? Auch das könnte ja, sag ich mal, den Druck auf die katastrophale Situation im Gazastreifen jetzt lindern. Warum geschieht da so wenig? Ja, die arabischen Nachbarstaaten haben zwar immer in ihren Worten sehr stark die Palästinenser unterstützt und müssen das auch tun, weil es große Sympathien in vielen dieser Länder in der Bevölkerung gibt für die Sache der Palästinenser, für einen palästinensischen Staat, natürlich auch die humanitäre Lage. Aber politisch haben sie sich tatsächlich ja schon lange über Jahrzehnte nicht richtig eingesetzt für einen palästinensischen Staat, für eine diplomatische Friedenslösung, humanitär schon in Teilen. Aber damit sind auch in den Nachbarstaaten ganz viele Ängste verbunden, vor allen Dingen Ägypten. Also Ägypten ist wirklich beinhart. Jetzt sind einige Doppelstaatler durften jetzt über diesen einen Grenzübergang Rafah dann den Gazastreifen verlassen. Aber Leute, die sagen, nur Palästinenser sind, keine ausländischen Pässe zusätzlich haben, sind weiterhin darin gefangen. Und das liegt auch daran, dass Ägypten nicht möchte, dass die Palästinenser nach Ägypten kommen. Man hat einerseits selber Sicherheitsbedenken. Man möchte diese insgesamt 2,2 Millionen Menschen oder auch Hunderttausende nicht versorgen. Man hat den Sinai im Prinzip auch in Teilen entvölkert, um so eine Art Pufferzone zu schaffen. Und bei all diesen Dingen möchte man gerne bleiben. Und dann gibt es natürlich Bedenken auch, dass es auch eine israelische Strategie sein könnte, oder diese Vermutung gibt es in vielen arabischen Ländern, dass man jetzt den Gazastreifen systematisch entvölkert, um sozusagen das
das Problem aus israelischer Sicht ein für alle Mal loszuwerden. Und auch da sagt Ägypten, sagen andere arabische Staaten, das lassen wir nicht zu. Die Bevölkerung muss da bleiben, um eben weiterhin die Möglichkeit eines palästinensischen Staates offen zu halten. Hm. Frau Ustreyer, es gibt ja tatsächlich so ein Geheimpapier angeblich der israelischen Regierung, das sagt, also ich weiß nicht, wer es verfasst haben soll, aber das sagt eben, also am schönsten wäre es, wenn man den Gazastreifen quasi auf die Sinai-Halbinsel hin entvölkern kann. Es gibt Strömungen, wissen wir, rechtsextreme Strömungen innerhalb der jetzigen israelischen Regierung. Aber ich glaube nicht, dass die Israelis die Friedensgespräche vor allem mit arabischen Ländern damit aufs Spiel setzen. Damit wäre es wirklich vorbei. Auch die Beziehungen zu Amerika, auch der Rest der Welt eigentlich, damit, ja, würde ich mal sagen, riskiert. Deswegen glaube ich das eher nicht. Ich glaube, ja, dass Ägypten das einfach nicht machen will, weil sie Sicherheitsbedenken haben und sich nicht darum kümmern wollen. Vielleicht kurz da einhakend. Ich glaube, die Angst bei vielen Palästinensern oder auch in der Region ist, dass das eben doch passiert, weil die Regierung Netanyahu ja erpressbar ist, politisch erpressbar von einer ganz kleinen radikalen Gruppe. Das sind ja auch Parteien, die haben sich erst zusammengeschlossen, sind so überhaupt erst in die Knesset gekommen. Die haben für sich vielleicht 1-2% bei den Wahlen bekommen, haben aber einen unglaublichen Einfluss und auch sehr, sehr mächtige Ämter bekommen. Aus palästinensischer Sicht läuft seit Anfang dieses Jahres, seit sich die Regierung konstituiert hat, der nächste Schritt in der Annexion des Westjordanlands. Und man hat auch Angst davor, was mit dem Tempelberg zum Beispiel passiert. Und wenn man jetzt dort beobachtet, was in Gaza ganz offen jetzt diskutiert wird, nämlich die Vertreibung von über 2 Millionen Menschen, ist das nur eine Bestätigung dieser Ängste, auch sehr tiefliegende Traumata von Vertreibungserfahrungen 48 und 67, die jetzt wiederkommen. Und man sieht keine Versicherungen, zum Beispiel vom Regierungschef, der sagt, das, was meine Minister dort auf X-Twitter dort von sich geben, das ist jetzt nicht unsere Position, sondern man lässt das so im Raum stehen. Und ich glaube, da wäre es unfassbar wichtig, dass da mal ein klares Statement kommt, vor allen Dingen, um halt dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ansonsten gibt es dort auch keinerlei Fortschritte. Sehen Sie auch so? Ja, ich würde noch mal verstärken, was Frau Osterer gesagt hat. Ich glaube, dass die Amerikaner als ja auch einer der wichtigsten Geldgeber Israels, jetzt ist ja ein weiteres Milliardenpaket auch im Kongress vorgesehen, Militärhilfe, dass sie das zulassen würden. Also Biden steht einfach innenpolitisch immer stärker unter Druck, eben wegen der humanitären Notlage, auch wegen der Angst um Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen. Er verliert die Zustimmung der arabisch-amerikanischen Bevölkerung. In Amerika wird ja nächstes Jahr gewählt. Er verliert die Zustimmung gerade der jüngeren Amerikaner und auch vieler jüngere Abgeordnete in seiner eigenen Partei, die teilweise selber biografischen Hintergrund in der Region haben, die sehr stark darin sind, auch Widerstand dagegen zu mobilisieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür von amerikanischer Seite hinter den Kulissen ein Okay geben würde. Aber die Ängste sind natürlich da. Klar sind die Ängste da. Und man muss auch sagen, 48 gab es nicht nur Vertreibungen, sondern es waren auch Kriegsflüchtlinge, Menschen, die auf der Flucht waren. Und dazu muss man sagen, wir müssen abwarten, was mit der Regierung Netanyahu passiert. Ich führe sehr viele Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Bekannten und Freunden vor Ort und auch andere Menschen, die ich kennengelernt habe, journalistisch. Sie sagen alle, wenn dieser Krieg vorbei ist, kümmern wir uns um die Regierung. Und die waren ja auch 9 Monate lang jeden Samstag auf der Straße. Also das darf man nicht vergessen. Israel ist eine lebendige Demokratie. Und ich habe sehr viel Hoffnung, dass die Menschen wirklich sich um diese Regierung auch wirklich kümmern. Vielleicht an der Stelle danke auch nochmal für diesen innenpolitischen Blick nach Israel. Wir waren ja gerade dabei zu gucken, welche Länder, Nachbarn oder internationale Mächte können denn jetzt deeskalieren oder sogar befrieden. Sie haben, Herr Chatterjee, gerade Katar angesprochen. Das ist insofern ein hochinteressantes Land, weil dort tatsächlich ja der politische Arm der Hamas auch ein Büro unterhält und möglicherweise jetzt die Befreiung der Geiseln, die schon stattgefunden hat, auch tatsächlich durch Vermittlung von Katar mit der Hamas stattgefunden hat. Liegt der Schlüssel zu einer sogar größeren Lösung, also jetzt nicht nur die Geiseln, sondern möglicherweise eine Befriedung auch bei Katar? Was könnten die für eine Rolle spielen, Herr Bickel? Das kommt darauf an, ob Sie für eine Befriedung Gazas, eine Nachkriegsordnung in Gaza gebraucht werden oder ob wir uns eine gesamtregionale Lösung anschauen. Und kurz-, mittelfristig mit einer Nachkriegsordnung auf Gaza wird es Katar brauchen, allein finanziell. In den letzten Jahren sind Milliarden an Dollar nach Gaza von Katar gekommen. Und die Israelis hatten aber immer einen sehr genauen Blick
wohin das Geld geht. Der Vorwurf an Katar, der Hamas Unterschlupf zu bieten, ist richtig. Zugleich haben die Israelis sich jeden Dollar angeschaut, der von Katar in den Gazastreifen kam. Deshalb wird Katar weiter gebraucht werden. Aber ich glaube, es werden auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Jordanien als die alten Friedensmächte und möglicherweise Marokko gebraucht. Auch Marokko hat vor 3 Jahren Frieden mit Israel geschlossen. Und ich glaube, diese neuen Partner Israels werden für eine Nachkriegsordnung entscheidend sein. Die Europäische Union fällt als Akteur weg. Der Golfkooperationsrat mit Saudi-Arabien, mit den Emiraten, mit Katar könnte ein Schlüsselakteur sein für eine politische Lösung. Die Länder, die Sie jetzt genannt haben, sind ja eher tatsächlich angenähert an Israel an der Stelle. Die Frage ist ja, wer hat denn einen Draht zur Hamas? Ne? Also die andere Seite muss ja an dieser Stelle auch mit einbezogen werden. Katar haben Sie gerade beschrieben. Sie haben auch schon die Türkei angesprochen, die jetzt eine interessante Positionierung vorgenommen hat. Erdogan hat ja sehr klar sich auf die Seite da des palästinensischen Befreiungskampfes gestellt. Wie beurteilen Sie das? Also ist das von Erdogan ernst gemeint im Sinne von, ich kann da vermitteln, oder ist es einfach ein taktisches Spielchen seinerseits? Beides. Also Erdogan hat ein sehr feines Gespür, wo man als Populist Punkte sammeln kann. Gerade natürlich, nachdem man gerade so ganz knapp erst nur im Amt bestätigt wurde. Das war ja die größte Legitimationskrise Erdogans bis jetzt. Und er sieht natürlich die Möglichkeit, sich zu einem Führer in der islamischen Welt, als der sich ja auch sieht, hochzuschwingen und sich auch ein bisschen abzusetzen. Besonders natürlich von der Position einiger Golfstaaten. Gerade, wir haben gerade die Emirate genannt, die irgendwie gar nicht so öffentlich auftreten wollen. Aber durchaus auch von Katar, die ja sich vor allen Dingen als seriöse Unterhändler empfehlen und gleichzeitig ja aber auch zum Beispiel zeigen, dass der Weg, den Saudi-Arabien unmittelbar jetzt eingeschlagen hätte oder den auch die Emirate eingeschlagen hat, halt nicht der Weg ist, den sie gehen. Ich glaube, was bei Katar nochmal ganz wichtig ist, wir erleben auch gerade wieder so eine Renaissance von Al Jazeera, so wie das schon vor 10, 20 Jahren so war. Al Jazeera ist wirklich der Sender, der aus Sicht vieler Menschen in der Region als einziger ihre Perspektive wiedergibt und der eben auch so ein Stück Empathie auch zeigt. Das, was wir bei ganz vielen Menschen in der Region vermissen, das gerade auf Seiten der Golfstaaten, eine Empathie für die palästinensische Sache, für palästinensische Zivilisten. Al Jazeera hat ja auch teilweise eben auch Journalisten dort verloren, ist also auch deswegen da sehr engagiert. Auch letztes Jahr gab es ja die Journalistin Shirin Abu Akleh, die getötet wurde. Das ist für ganz viele Menschen ein ganz wichtiger Fall gewesen. War ein Jenin, ne? Im Westen. Ganz genau. Und ich glaube, diese Perspektive, die müssen wir uns noch vor allem vor Augen halten. Was sehen die Menschen? Was ist ihnen wichtig? Und wie glauben sie, repräsentieren die Staaten auch so ihre Gefühlslage? Bei Iran zum Beispiel, ganz spannend. Ich glaube, ein Großteil der iranischen Bevölkerung hat durchaus Sympathie mit der palästinensischen Zivilbevölkerung, aber eben natürlich keine große Liebe für das iranische Regime und vor allen Dingen auch nicht für das ganze Geld, das da seit den letzten 10, 15 Jahren Richtung Hamas und Hezbollah abfließt. Vielleicht bleiben wir bei der Türkei, Frau Sauerbrei, vor allem, also die Rolle als Vermittler ist ja schon ernst zu nehmen. Deshalb ist auch Anthony Blinken offensichtlich jetzt auf dem Weg in die Türkei, nachdem er in Ramallah war. Doch hat sich ja auch der türkische Präsident sehr klar positioniert, indem er Israel als Kriegsverbrecher bezeichnet hat. Also kann das gelingen mit Erdogan und wenn ja, in welcher Form? Ich würde sagen, er hat sich dadurch auch teilweise aus dem Spiel genommen, weil er eben nicht den palästinensischen Freiheitskampf, sondern die Verbrechen der Hamas gerechtfertigt hat. Und das ist was ganz anderes. Ohnehin ist es ja das israelische Kriegsziel, die Hamas, wie es dann heißt, mit der Wurzel auszureißen aus dem Gazastreifen. Das heißt, die Frage ist, sitzen die am Ende, wenn Israel erfolgreich ist, überhaupt an einem Verhandlungstisch? Oder sitzen da dann nicht eher andere Vertreter der Palästinenser, die palästinensische Autonomiebehörde? Und wie würde
dann Erdogan vermitteln können in dieser Lage, wo er also eigentlich mit Israel jetzt nicht mehr gesprächsfähig ist, nachdem er die Terroranschläge, die 1400 Toten in dieser Art und Weise relativiert hat. Ich sehe tatsächlich eher die Amerikaner weiterhin als die Macht, die mit allen Seiten am besten reden kann, die auch einfach die meisten Hebel in der Hand hat, durch die große Militärhilfe für die Israelis, eben auch durch die Militärpräsenz in der Region, durch die vergleichsweise guten Beziehungen zu anderen Golfstaaten. Es ist wirklich nochmal so eine Art Weltpolitik-Moment der Amerikaner, den wir da jetzt sehen, nachdem sie sich jahrelang nicht um den Kernkonflikt, also den israelisch-palästinensischen Konflikt, wirklich gekümmert haben. Hören wir jetzt doch wieder von Joe Biden, wir sind für die Zwei-Staaten-Lösung, wir wollen eine nachhaltige und diplomatische Lösung. Ich denke, da wird sich Amerika jetzt sehr stark engagieren. Als hätten wir es abgesprochen, könnte ich jetzt genau diesen O-Ton vom US-Außenminister einspielen, weil wir wollen ja jetzt auch gucken, wie könnte es möglicherweise eine Lösung geben. Er hat sich genau zu dieser Zukunft auch geäußert, wie aus seiner Sicht die Region Israel und mit den Palästinensern befriedet werden kann. Hören wir mal rein. Die USA ist der Auffassung, dass der beste Weg, der einzige Weg, die Zwei-Staaten-Lösung ist. Das ist der einzige Garant für ein sicheres jüdisches und demokratisches Israel und ein Garant dafür, dass die Palästinenser ihre legitimen Bestrebungen erfüllen, in einem eigenen Staat zu leben, in Würde und in Freiheit. Das ist die einzige Möglichkeit, um diesen Zyklus der Gewalt endgültig zu beenden. Das ist also die offizielle Position der USA. So klar ist das auch schon lange nicht mehr ausgesprochen worden seitens der USA. Frau Osterer, wie realistisch ist denn dieser Wunsch? Ich finde, wir können nicht nachhaltig über den Frieden im Nahen Osten sprechen, ohne über die Rolle der Islamischen Republik Iran zu sprechen. Das ist unmöglich. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein super Konzept für eine Zwei-Staaten-Lösung, eine neue funktionierende. Aber solange die Islamische Republik an der Macht ist, gibt es kein Interesse daran, dass diese Zwei-Staaten-Lösung funktioniert, dass es einen jüdischen Staat gibt, weil Zerstörung Israels ist die Rhetorik der Islamischen Republik. Um das vielleicht besser aufzumachen, die Islamische Republik ist mehr oder weniger auf drei Grundpfeilern gebaut. Das ist einmal die systematische Unterdrückung der Frauen, haben wir gesehen. Letztes Jahr haben wir sehr viel drüber gesprochen. Einmal die Feindschaft mit Amerika, einmal die Feindschaft von Israel. Also diese Rhetorik sagt, wir vernichten Israel und erobern Al-Quds, also Jerusalem. Das heißt, auch wenn Hamas zerstört ist, wenn wir jetzt eine super Lösung gefunden haben, solange die Islamische Republik da ist, wird es Krieg gegen Israel geben. Und ich glaube, was wir brauchen, ist endlich eine Wende in unserer Außenpolitik gegenüber der Islamischen Republik. Wir haben eine Beschwichtigungspolitik gehabt, jahrelang mit den Iranern. Und wir haben gesehen, dass es so nicht weitergehen kann, dass jetzt durch ein Proxy der Islamischen Republik ein Riesenmassaker in Israel auf israelischem Boden stattgefunden hat. Niemand hat damit gerechnet. Und die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung war die beste Chance, um diese Wende einzuleiten. Es ist immer noch nicht spät, aber leider haben wir diesen besten Moment verpasst, weil die Forderungen der Menschen im Iran waren klar. Die absolute Isolierung der Islamischen Republik durch gezielte Sanktionen gegen die Machtelite, durch Einstellung von JCPOA-Verhandlungen, durch Terrorlistung der IRGC, das ist alles nicht geschehen. Sie sagen also, solange es die Islamische Republik Iran in dieser Form gibt, kann es keinen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern geben. Würden Sie das so teilen, Herr Pickel? Zurück zu der Frage, ob die Zwei-Staaten-Lösung der Weg ist, das hatten Sie ja gefragt. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft, immer wenn sie ratlos ist, packt sie die Zwei-Staaten-Lösung wieder aus. Die ist jetzt 30 Jahre alt. Ich glaube, die müsste modifiziert werden angesichts der Situation in Gaza zu einer Drei-Staaten-Lösung, weil so wie man das Westjordanland behandelt, wird man Gaza in Zukunft nicht behandeln können. Insofern glaube ich nicht an die Zwei-Staaten-Lösung, glaube aber daran, dass ein diplomatischer Weg gefunden werden muss, Gaza eine Übergangslösung zu finden mit internationaler Hilfe. Und ob der Iran dabei eine Rolle spielen kann, das glaube ich derzeit nicht. Für diese kurzfristige Lösung, um Frieden im Nahen Osten, ein kollektives System kollektiver Sicherheit zu schaffen, wird es eines Tages Iran
und Saudi-Arabien brauchen. Für die größere Nahostlösung braucht es den Iran. Vielleicht noch mal kurz zu dieser Achse des Widerstands. Ich sehe das nicht so, dass die jetzt auf der Spitze der Stärke ist. Ganz im Gegenteil, wenn man sich mal anguckt, was Iran und vor allen Dingen auch seine Vasallen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, worauf die Konzentration lag. Die Hezbollah ist dem Assad-Regime zur Hilfe geeilt, ebenso wie, wie viele der irakischen Milizen. Im Irak tut man immer noch so, als wenn man dort eine unterdrückte Minderheit ist, obwohl man de facto da seit fast 20 Jahren eigentlich immer an der Macht ist. Und das Missmanagement der Macht auch eine der Grundlagen geschaffen hat, aus dem der IS entstehen konnte. Mhm. Im Jemen hat man einen Krieg vom Zaun gebrochen mit einer Bewegung, die an keinerlei Stabilität und Fortschritt interessiert ist. Und abgesehen von diesen paar Raketen, die man, glaube ich, um mal ein Zeichen zu setzen geschickt hat, ist der Fokus da auch darauf, das eigene Land zugrunde zu richten. Ja. Und deswegen, und in Iran hat man, das haben Sie schon gesagt, ist der Fokus ja auch, sich an der Macht zu halten. Das ist Machterhalt. Aber Herr Chatterjee, wir waren jetzt bei der Zwei-Staaten-Lösung. Genau, ich wollte dazu nur darauf kurz antworten. Das Raison d'être ist natürlich Israel als Feindbild. Aber wenn man sich mal die Praxis anguckt, war das überhaupt nicht der Fokus, sondern vor allen Dingen in anderen Ländern dort versuchen zu regieren, größtenteils zu scheitern und gerade damit beschäftigt zu sein, sich an der Macht zu halten. Ja, natürlich, das ist eine Strategie der Islamischen Republik. Wie gesagt, also wenn diese Feindschaft mit Israel wegfällt, fällt sozusagen die Identität der Islamischen Republik weg. Deswegen sage ich auch, die sind nicht an größere Eskalationen interessiert, aber trotzdem werden sie immer wieder zündeln in der Region. Also damit werden sie nicht aufhören. Ich möchte gerne noch wieder eine Stimme von den sozialen Medien reinbringen. Auf X, vormals Twitter, fragt jemand, warum ist es eigentlich bis jetzt unmöglich, den friedlichen Palästinensern ihren eigenen souveränen Staat zu geben? Eine ganz einfache Frage von Sauerbrei mit einer wahrscheinlich nicht einfachen Antwort. Naja, in Teilen hat man den friedlichen Palästinensern oder die man als Vertreter der friedlichen Palästinenser anerkannt hat, also die palästinensische Autonomiebehörde ja quasi staatliche Verantwortung übertragen im Westjordanland, zumindest also in so einem abgestuften System für einige Teile dieser Region. Und Israel hat sich ja auch zurückgezogen aus Gaza, hat sozusagen alle Siedler evakuiert, 2005 schon, und hat gesagt, ja gut, dann macht mal, dann wurde gewählt. Und die Hamas kam an die Macht und hat seitdem keine Wahlen mehr abgehalten. Und seitdem hat man wieder in verschiedenen Eskalationsstufen mit diesen Sicherheitsproblemen zu tun. Und jetzt müsste man halt wenn man zu einer Zwei-Staaten-Lösung will, und da bin ich bei Herrn Bicke, es muss da wahrscheinlich Übergangsphasen geben, wieder einen verlässlichen Partner finden. Und die sind im Moment rar. Also die palästinensische Autonomiebehörde selbst ist sehr schwach. Der Chef Mahmoud Abbas, den Blinken auch jetzt getroffen hat, ist sehr alt. Auch die haben die im Westjordanland regieren. Genau, die im Westjordanland regieren. Auch die haben seit Jahren schon keine Wahlen mehr abgehalten. Die sind sehr schlecht legitimiert in der eigenen Bevölkerung, werden auch im Gazastreifen nicht eben gut angesehen. Aber es ist im Moment sozusagen das Beste, mit dem man arbeiten kann, vielleicht unter einer anderen neuen Führung. Mhm. Ich glaube auch, dass Frau Osterer recht hat, die extremistischen Kräfte haben kein Interesse an einem Frieden. Und deswegen haben wir sozusagen über den ganzen Friedensprozess ja auch immer wieder gesehen, wenn es mal so ein bisschen nach den Oslo-Abkommen dann so aussah, als könnte es zu einer dauerhaften Lösung kommen, kam dann doch eben, war auch Teil der extremistischen Gewalt dann die Ursache dafür, dass es irgendwie nicht weiterging. Die extremistischen Kräfte auf beiden Seiten. Genau, auf beiden, also vor allen Dingen Hamas und Unterstützung durch Hezbollah und Iran. Mhm. Und ich glaube, jetzt besteht halt die Chance, wenn Israel es tatsächlich gelingt, die Hamas entscheidend zu schwächen oder sogar auszuschalten, dass dann ein Faktor wegfällt und dass man vielleicht dann erstmal mit anderen Kräften in verschiedenen Übergangslösungen arbeiten kann. Vielleicht an der Stelle, Herr Bickel, möchte ich nochmal nachfragen, was Sie eben mit mittelfristiger, also jetzt, was kann man, wenn die militärische Auseinandersetzung aufhört, was kann man tun? Haben Sie gesagt, Drei-Staaten-Lösung, aber wir müssen ja irgendwie mit dem Gazastreifen und dem Westjordanland unterschiedlich umgehen. Die palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland aktuell regiert, sind Sie da auch der Meinung, die kann nicht einfach auch den Gazastreifen jetzt wieder übernehmen? Was wäre denn da ein realistisches Szenario? Ich bin der Meinung, dass sie den Gazastreifen so nicht übernehmen kann, weil es ja auch an völliger Glaubwürdigkeit fehlt seitens der Bevölkerung. Abbas und seine
Mitstreiter sind korrupt, das ist nachgewiesen. Und im Gaza sehnt man sich nach der Hamas, nicht nach einer korrupten palästinensischen Autonomiebehörde. Dennoch wird die internationale Gemeinschaft nicht darum herumkommen, lokale Kräfte, örtliche Notablen im Gazastreifen zu finden, die diesen politischen Übergang mitgestaltet. Und die Hauptaufgabe für eine Nachkriegsordnung wird ja auch wirtschaftlicher Wiederaufbau, humanitäre Versorgung sein. Drum ist der Begriff Drei-Staaten-Lösung etwas überspitzt, weil Gaza wird kein eigenständiger Staat werden. Aber wenn man die alte Idee der Osloer Verträge, ein israelischer Staat, der existiert, und ein palästinensischer mit nennenswerten Vollmachten bekommen will, dann muss man mit Gaza künftig anders umgehen, als das 1993 vorgesehen war. Sie haben gerade gesagt, die internationale Gemeinschaft muss dann auch vor Ort Player finden, die da vielleicht dann zum Beispiel den Gazastreifen unter ihre Kontrolle bringen könnten. Wer könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Es können zum Beispiel die Emiraten sein, Marokko, also Staaten, die Israel sozusagen wohlgesonnen sind. Aber da muss man sich auch fragen, das muss halt auch ein Armee oder ein Militär sein, der bereit ist, auch durchzugreifen, weil wenn wieder Aufstände gibt von extremistischen Gruppen, ob sich das jemand jetzt momentan antun will, das ist die Frage. Verstehe. Also wir haben, glaube ich, einen guten Überblick darüber bekommen, wie komplex und differenziert die Lage zu betrachten ist. Am ehesten habe ich jetzt hier rausgehört, mittelfristig wäre eine Lösung, dass die internationale Gemeinschaft mit arabischen Verbündeten erstmal eine Deeskalation im Gazastreifen versucht. Vielleicht ist das der nächste Schritt und Drei-Staaten-, Zwei-Staaten-Lösung oder was auch immer. Werden wir sicherlich noch viele Sendungen zu machen zu diesem Thema, was uns alle noch sehr, sehr lange beschäftigt. Wird. Das war der Presseclub hier im Ersten für heute. Es geht weiter mit dem Europa-Magazin. Das befasst sich auch mit dem Nahostkonflikt und unter anderem mit der Rolle Russlands, die Putin aktuell spielt oder die Interessen, die Putin dort möglicherweise haben könnte. Auf Phoenix WDR 5 und in den sozialen Netzwerken folgt jetzt Presseclub nachgefragt. In jedem Fall wünsche ich Ihnen noch einen guten Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da sind wir wieder mit Presseclub nachgefragt auf Phoenix WDR 5 und in den sozialen Netzwerken. Unser Thema Ausweg gesucht. Wie ist der Nahe Osten zu retten? Und ich möchte als ersten Fragenden in die Runde Thomas Schneider aus Saarbrücken bitten. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie sind dran. Sie können jetzt an die Runde Ihre Frage stellen, Herr Schneider. Ja, es ist eigentlich eher eine Anmerkung und die hat die Dame der Zeit mir fast vorweggenommen. Also ich habe den starken Eindruck, dass die tatsächlichen Feinde der friedliebenden Palästinenser weder in Jerusalem noch in Tel Aviv sitzen, sondern in Kommandozentralen dieser Mörderbanden in Gaza, Islamischer Dschihad und Hamas und in den arabischen Bruderstaaten, den vielgeliebten. Ich glaube, beide Seiten, beide Parteien wollen einfach, dass dieses Leid ewig weitergeht, um einen Stachel im Fleisch Israels zu haben. Würden die Palästinenser das irgendwie schaffen, durch Zauberkraft oder was auch immer friedlich für ihre Anliegen zu demonstrieren, bin ich der Meinung, gerade angesichts der israelischen Regierung zurzeit, an der sehr viel Kritikwürdiges ist, dass sie das innerhalb von Jahren erreichen würden. Aber sie haben gerade gesagt, durch Zauber. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie sich, ich gehe einfach davon aus, dass es viele friedliebende Palästinenser gibt. Ja. Wie können sich solche Menschen gegen solche Mistkerle wie Hamas und Islamischer Dschihad eine Stimme verschaffen. Das scheint mir fast unmöglich. Ja, Herr Schneider, danke für Ihre Anmerkung, die ja doch auch eine Frage beinhaltete. Und Frau Sauerbrei kann vielleicht noch weiter ausführen. Sie haben sich ja auf ihn bezogen. Ja, ich fand es interessant, dass es gerade bis in die letzten Tage vor dem Krieg eine Untersuchung durchgeführt wurde von der Princeton University im Gazastreifen, wo die Leute befragt wurden, wen sie denn wählen würden, wenn jetzt Wahlen wären und wie es um das Vertrauen in die Hamas-Regierung steht. Und dabei ist rausgekommen, dass das Vertrauen sehr, sehr gering ist. Also 44% der Leute haben gesagt, wir trauen dieser Regierung überhaupt nicht. Weitere irgendwas 20% haben
haben gesagt, wir trauen ihr nur sehr wenig. Und wenn man fragt, wen würden sie denn wählen, dann schneiden sowohl die palästinensische Autonomiebehörde, also Abbas, als auch der politische Führer der Hamas sehr schlecht dabei ab. Das heißt, es gibt eine große Gruppe von Leuten, die sich eigentlich was ganz anderes wünschen dort. Wie man das jetzt umsetzt, ob man da irgendwann Wahlen abhält, ob diese Leute dann tatsächlich eine andere Regierung wählen und wer dann auch die Kandidaten sind, darüber haben wir ja schon gesprochen, wie schwierig das ist, da Vertreter zu finden. Mhm. Aber es gibt diese Menschen. Ja. Also es gab auch vor ein paar Monaten eine Umfrage vom palästinensischen Institut, wer die Favoriten für die Präsidentschaftswahlen wären, die ja seit 2009 nicht durchgeführt werden. Mhm. Der Gewinner dort, der sitzt aber auch seit fast 20 Jahren im Gefängnis. Auch ein Name, der vielen, glaube ich, nicht so viel sagt. Marwan al-Barouthi ist aber jemand, der eben nicht diesen Makel hat, den sowohl Hamas als auch Fatah. Die größte Angst, im Gefängnis? Nur damit wir alle in Israel. Israel, genau. Ja. Eigentlich die größte Angst der Hamas innenpolitisch ist ja, dass sie genauso gesehen wird wie die Fatah. Mhm. Nämlich ein Haufen von eigentlich so korrupten alten Männern. Bevor wir hier jetzt wieder unter uns diskutieren, sorry, wir sind in der Viertelstunde, wo wir ganz möglichst viele Menschen dran nehmen wollen, aber Sie kommen auch gleich noch mal zu Wort. Ich möchte erst mal weiter nach Münster zu Nelson da Silva. Hallo und Ihre Frage bitte. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Meine Frage ist wie folgt. Wenn dieser brutale Krieg irgendwann einmal endet, mit wem sollte die palästinensische Seite denn dann einen dauerhaften Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung aushandeln? Etwa mit solchen Ministern wie Itamar Ben-Gvir, die auf jeden Fall rechtsradikal sind und verurteilte Terroristen sind. Wer soll dort dann der Ansprechpartner sein? Und diese Regierung ändert sich schon seit fast zwei Dekaden nicht. Also glaube ich auch nicht daran, dass die israelische das Volk von sich aus das lösen wird. Ja, danke, Herr da Silva. Und ich habe Sie ja eben nicht drangenommen. Frau Oster, bitte. Ja, das habe ich ja schon vorhin auch angesprochen. Also erstmal zwei Dekaden haben wir diese Regierung nicht. Das stimmt so nicht. Ben-Gvir und Leute wie Smotrich, die sind seit kurzem erst an der Macht, leider. Und wie gesagt, also man hat ja gesehen, diese lebendige Demonstrationen seit 9 Monaten auf den Straßen in Israel, überall. Und ich glaube, die gehen auch weiter nach dem Krieg. Und ich habe sehr viel Hoffnung, dass die Menschen in Israel mit dieser Regierung abrechnen. Also das ist, was ich zumindest aus Israel höre, dass sie das nicht hinnehmen. Man muss auch noch sagen, das Vertrauen in Netanyahu ist weiterhin erschüttert, auch in Schichten, die ihn gewählt haben. Weil man gesehen hat, dass er nicht in der Lage war, für die Sicherheit der Menschen in Israel zu sorgen. Es gibt ja Unterlagen, die belegen, dass der ägyptische Geheimdienst ihn gewarnt hat vor einem möglichen Anschlag und er bestreitet das. Und es gibt auch noch Minister von ihm, die ihn warnen wollten. Die wollten mit ihm sprechen über mögliche Sicherheitsrisiken. Und er hat diese Gespräche auch abgelehnt. Also ich glaube, er hat nach diesem Krieg keine Chance, an der Macht zu bleiben. Vielleicht ganz kurz zur israelischen Regierung. Die haben sich ja auch schon als sehr flexibel erwiesen, wenn man sich überlegt, die Vorgängerregierung, bevor jetzt Netanyahu an die Macht gekommen ist, war eine sehr bunte Koalition. Richtig. Da waren Siedlervertreter drin, da waren auch gemäßigte Islamisten drin. Mm. Also insofern, das ist so ein bisschen der Charakter dieses neuen kleinen Parteiensystems. Man hat nicht mehr diese Verhältnisse wie früher, wo es auch ein paar große gibt. Die Arbeiterpartei ist so ein bisschen verschwunden, war früher ein ganz großer Treiber auch der Friedensgespräche mit Rabin und diesen ganzen Leuten. Die ist so nicht mehr da. Vielleicht eine Sache noch, wer sowas auch verhandeln kann, sind natürlich auch die Leute aus dem Geheim- und Sicherheitsapparat. Die Osloer Abkommen haben das Politische und das Diplomatische ja auch ein bisschen getrennt. Und wenn man sich mal anguckt, wo die kritischsten Stimmen zu Besatzung und Frieden derzeit herkommt, sind das ganz oft ehemalige Leiter von Shin Bet, Mossad oder auch aus der Armee. Also ich finde, das sind Leute, die signalisieren, hey, wir haben hier praktische Erfahrung, wir haben hier Kontakte vor Ort, auch mit palästinensischer Seite. Wir haben Jahre Erfahrung in der Sicherheitskooperation. Auf die Leute sollte man zugehen. Und so, Herr Chatterjee, gab es ja auch große Protest gegen Netanyahu, richtig? Ja. Genau, richtig. So, wir wollen aber noch jemanden hören, der sich hier auch gemeldet hat in der Leitung, und zwar Anja Gronau aus Berlin. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Danke, dass ich drankommen kann.
Für mich ist im Moment die Situation so, dass ich denke, alle, die Weltgemeinschaft muss sich jetzt zusammenschließen, um da wirklich eine Lösung herbeizuführen. Also letztendlich geht das ja alles zurück auf diesen Teilungsplan 181, die UN-Resolution von 1947. Und die Vereinten Nationen haben es nicht geschafft, diese Idee zum gegenseitigen Vorteil, also für die Palästinenser und die jüdische Bevölkerung dort oder später Israel, zu moderieren und zu begleiten, sodass diese Idee von dem Teilungsplan auch wirklich fruchtbar für alle wird. Mhm. Und inzwischen über die Zeit haben beide Seiten so viele Fehler gemacht, also sowohl die arabischen Staaten, weil die haben ja den Krieg angefangen, nicht die Palästinenser, und auch die israelische Politik, unter der die Palästinenser leiden, dass jetzt im Grunde genommen für mich auch, um sozusagen wie so eine Ursünde der UN, um auch wieder Reputation zu bekommen in ihrer Handlungsfähigkeit ohnehin, dass da wirklich ganz, ganz groß der Fokus drauf gelegt werden muss, um dort endlich für die Menschen, für alle eine Wohltat zu sein als Vereinte Nationen. Frau Grunau, ich verstehe Ihre Frage richtig. Sie beziehen sich jetzt tatsächlich auf den ursprünglichen Plan von 1947. Also Sie sehen, der Konflikt ist schon sehr lang. Und die UN könnte möglicherweise diesen jetzt umsetzen, Herr Bickel. Aber seitdem hat sich ja auch einiges getan. Was meinen Sie? In der Tat hat sich einiges getan. Vielleicht 1947 zurückgenommen. Ein Teil, der nie umgesetzt wurde, war, Jerusalem zu einer internationalen Stadt zu machen. Unter UN-Mandat. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich nicht den ganzen Nahen Osten ins Visier nehmen, sondern den Gazastreifen, dann braucht es eine Art internationales Mandat. Israel wird alles tun, um zu verhindern, dass die Vereinten Nationen dieses bekommen. Israel hat sehr schlechte Erfahrungen mit den Vereinten Nationen. Auch im Libanon ist seit 1978 die UNIFIL-Mission entsandt. Trotz dieser UNIFIL-Blauhelme, 10.000 Soldaten sind es zurzeit, kann die Hisbollah im Süden Libanons tun und walten, wie sie will. Insofern, die Vereinten Nationen werden wie 47 wahrscheinlich wieder scheitern. Deshalb glaube ich, dass die neuen Verbündeten Israels, Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Katar, auch wenn es kein Verbündeter ist, eine wichtige Rolle spielen werden. Und last but not least Saudi-Arabien. Danke. Und danke, Frau Gronau, für Ihre Frage. Wir gehen weiter nach Landshut zu Janusz Dudkowski. Guten Tag. Guten Tag. Sie dürfen jetzt der Runde Ihre Frage stellen, bitte. Hallo, hallo an alle. Ich komme zurück auf die Zwei-Staaten-Lösung, weil was mich stört bei der Geschichte ist die unglaubliche Naivität. Denn Palästinenser wollen Hauptstadt, also Jerusalem als eigene Hauptstadt haben. Und dann, bevor das passiert, stirbt jeder Israeli. Und deswegen glaube ich auch, dass die Gedanken zwei Staaten soll man einfach verwerfen und auf die Moslem quasi, also die Moslem an den Tisch bitten. Also westliche Welt ist nicht in der Lage, dort zu helfen. Und wenn die Saudis und anderen mitmachen und sagen, Machtwort, dann wird das gerettet. Hm. Auf jeden Fall, Zwei-Staaten-Lösung ist nicht möglich, oder? Sie fragen, ist das eine unmögliche Idee, vor allem weil es das Problem mit Jerusalem als Hauptstadt gibt, das ja auch damals 1947 explizit ausgeklammert wurde und diese Frage nicht gelöst wurde. Frau Sauerbrei, was antworten Sie Herrn Dudkowski? Also natürlich kann man angesichts der, ich verstehe das sehr, dass man angesichts der Verhältnisse, wie sie im Moment sind und angesichts des Hasses, der sich da jeden Tag entlädt, das Gefühl hat, dass jeder Versuch einer diplomatischen Lösung irgendwie naiv wirkt. Aber man kann ja nur sozusagen verschiedene Modelle nebeneinander legen und überlegen, was ist das, was noch am realistischsten wäre umzusetzen. Und bei der Zwei-Staaten-Lösung wäre mein Gefühl, da gibt es eben schon
viele Vorarbeiten. Es gab schon einen langen diplomatischen Prozess, in dem viele Fragen diskutiert worden sind. Natürlich hat sich seitdem auch die Realität am Boden, vor allen Dingen im Westjordanland, auch sehr stark verändert. Es sind Siedlungen hinzugekommen. Es ist ein wahnsinnig hoher Anteil von israelischer Bevölkerung dazugekommen, für die man auch eine Lösung finden müsste. Sie haben die Jerusalem-Frage, die ungelöste, angesprochen. Aber trotzdem gibt es irgendwie Punkte, an die man ansetzen könnte. Und es sind immer noch diese Linien, die sich ganz grob mit vielen Inseln um die Siedlungsgebiete auch drumherum ranken. Und andere Modelle, einfach zu sagen, ja gut, dann entvölkern wir den Gazastreifen oder wir stellen das alles dauerhaft unter israelische Militärverwaltung oder wir machen einen komplizierten Föderativstaat aus beidem. Da sehe ich noch weniger Zustimmung, noch weniger Möglichkeit. Von daher wäre tatsächlich meine naive, meine naive Intuition zu sagen, ja gut, das ist das, womit man vielleicht jetzt als erstes mal anfangen sollte, darüber zu reden. Es geht ja auch gar nicht so darum, dass man schon den Endplan da irgendwie auf dem Tisch hat, sondern dass man zumindest mal so eine Vision und so einen Startpunkt hat. So läuft das ja immer. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt wäre zum Beispiel von israelischer Seite mal so ein Moratorium gegen Besetzung, Hausabrisse und sowas halt. Das, was ja in Ost-Jerusalem vor allen Dingen passiert, ist, dass da ganz oft so über Nacht plötzlich dann Häuser besetzt werden. Von Siedlern oder auch in Hebron ist das ein ganz großes Problem. Und da mal ein Moratorium zu setzen und da mal auch, weil das liegt in der Macht, das kann man auch durchsetzen. Und solche symbolischen Schritte, glaube ich, sind für vertrauensbildende Maßnahmen, braucht man immer, um irgendwie sowas in Gang zu bringen. Und da gibt es ganz konkrete Sachen, die man machen kann, ohne dass man jetzt sich vormacht, innerhalb von einem Jahr ein abschließendes Friedensabkommen zu haben. Wir haben mindestens noch eine Frage, nämlich Andreas Haus aus March im Breisgau. Hallo. Einen schönen guten Tag, Haus. Ja, es ist natürlich alles fürchterlich kompliziert. Und was so immer kompliziert ist, heißt noch längst nicht, dass es nicht machbar ist. Yitzhak Rabin und Arafat haben schon Vorarbeiten geleistet, nur sind beide tot. Trotzdem, die Vorarbeiten existieren. Es existiert internationales Recht und dazu zählt die UN-Resolution 242. Die muss immer noch umgesetzt werden. Und es existiert ein Grundgesetz, das uns als Deutsche verpflichtet, sich nachhaltig und unwiderruflich sozusagen für das Völkerrecht einzusetzen. Das heißt, Artikel 25 und 26 sagen, unser Völkerrecht geht jedem Gesetz und jeder komischen Einstellung von einem Herrn Scholz und Co. geht das vor. Und Herr Haus, und Ihre Basis. Frage? Bitte? Ihre Frage bitte? Ja, die Frage ist, warum stellen Sie sich nicht auf die Position des Rechts, sondern sagen, ich glaube dieses, ich glaube jenes, Katar könnte sich einmischen und Iran sei so wichtig und dieses und jenes. Wir sind wichtig, die deutsche Haltung und das Recht. Die deutsche Haltung und das Recht. Herr Bickel, wir sind fast schon am Ende der Sendung, aber ich bin mir sicher, dass Sie noch auf Herrn Haus antworten können. Die deutsche Haltung und das Recht werden den Nahostkonflikt allein nicht lösen können. Es braucht die internationale Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn sich arabische Staaten aktiv beteiligen, ist es ein Schritt nach vorn. Deutschland alleine kann es nicht richten, so lapidar an dieser Stelle die Einschätzung zur Situation. Wir sind am Ende dieses Presseclubs nachgefragt angekommen. Ich bedanke mich bei meinen Mitdiskutanten hier für die tolle und interessante Runde und vor allem bei Ihnen für Ihr Interesse. Einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss. In Südamerika gibt es eines der letzten Naturparadiese unserer Erde. Hier